Was geht ab, meine Krypto-Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf YouTube. Der Bitcoin hat einen guten Start in den Tag hingelegt. Was da die Ursache für ist, das werden wir uns in diesem Video anschauen. Und insgesamt werden wir versuchen, die aktuelle Situation im Kryptomarkt einzuordnen. Zunächst allerdings erstmal zur Makrolage. Und da sind neue, frische Daten aus der Eurozone rausgekommen. Ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt an. Lasst uns Butter bei den Fischen machen. Gehen wir rein. Und zwar, es sind hier Daten zum Verbrauchervertrauen in der Eurozone rausgekommen und wir sehen, das Verbrauchervertrauen ist noch hier stark im negativen Bereich. Ja, es kommt nicht raus. Ja. Was wir aber auch sehen, und das passt wieder zum Bild, der Service-Sektor sieht besser aus als die Industrie. Ja. In Summe allerdings sind wir hier in einer Stagnation drin. Wir kommen nicht raus und irgendwie ist der Verbraucher, der Konsument nicht in Konsumlaune in der Eurozone. Woran liegt das denn wohl? Es lief doch so gut mit dem Pharma-Subventionsprogramm und jetzt gibt es sogar noch ein Rüstungssubventionsprogramm und der Konsument ist immer noch nicht in Konsumlaune. Woran das wohl liegt? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal weiter. Du kannst mir ja mal verraten, ob du in Konsumlaune bist. Und zwar, warum ist der Bitcoin heute Morgen leicht angestiegen? Und zwar über die 61.000 US-Dollar. Aus meiner Sicht, weil hier die Meldung von der EZB rausgekommen ist, dass die Geldmenge M3 wieder angestiegen ist. Und zwar um 1,6% im Mai im Vergleich zu 1,3% im April. Ja? Schauen wir uns das Ganze an. Ja, das bedeutet, und zwar, wir sehen es hier, ja, die Geldmenge M3 steigt wieder an. Der Money Printer läuft. Und das ist gut so. Wir sehen aber auch gleichzeitig, und zwar das altbekannte Bild, die EZB hat im letzten Quartal 2023 angefangen, die Geldmenge wieder auszudehnen und damit ein Jahr später als die US-Notenbank, die ja im letzten Quartal 2022 schon angefangen hat. Also die EZB zieht mit der Geldmenge nach und die Frage ist, was bedeutet das wohl für den Bitcoin in den nächsten 12 Monaten? Denn das, was wir hier sehen, sind natürlich die Liquiditätszyklen. Und hier sehen wir auch, wo wir, zumindest was die EZB angeht, im Zyklus stehen und was die nächsten 12 Monate noch kommt. Nämlich ein Ausdehnen der Geldmenge, das Hochfahren des Money Printers. Diese ausgedehnte Geldmenge trifft auf einen limitierten Bitcoin. Das heißt nichts anderes, als dass der Bitcoin-Preis sich nach oben anpassen muss. Ja? Und hier sehen wir übrigens auch, wie die Geldmenge über dem oder im Zuge des Pharma-Subventionsprogramms ausgedehnt wurde. Das heißt, das Geld wurde gedruckt, Schulden wurden gemacht auf Kosten der zukünftigen Generationen. Das Geld wurde zugeschoben an die Pharmaindustrie. Das hat Umsätze und Gewinne erzeugt. Und die Gewinne wurden ausgeschüttet an wen? Fragezeichen. Ist das nicht eine tolle Sache? Eine Umverteilung von unten nach oben, denn die Masse darf das ja bezahlen. Und diejenigen, die die Pharmaindustrie kontrollieren, die profitieren. Ja, das ist doch eine schöne Sache. Apropos schöne Sache, wir kommen zur Terrororganisation. Sorry, ich meinte natürlich die NATO. Die hat nämlich gar nichts mit einer Terrororganisation gemeinsam, ist klar. Und wir sehen hier, und zwar, es gibt einen neuen NATO-Chef, und zwar den Niederländer Mark Rutte. Der wurde ausgewählt. Jetzt ist die Frage, hä, wie ist denn das zustande gekommen? Ach, in Hinterzimmergesprächen, stimmt, ich habe es ja ganz vergessen. So läuft das halt im Westen, ne? Und, aber ist ja nicht so schlimm, ne? Wir sind ja in der Demokratie hier, ne? Dieser Mann kann den ganzen Kontinent in den Krieg führen und du hast kein Mitspracherecht. Was hältst du davon? Das ist doch echte Bilderbuchdemokratie in Europa und im gesamten Wertewesten. Ist das nicht eine tolle Sache? Und was sehen wir da? Und zwar die Pfizer-Uschi.
gratuliert natürlich Ursula von der Leyen, ja, sagt hier, herzlichen Glückwunsch, Mark Rutte on being elected as a NATO Secretary General. Elected, gewählt. Ja, von wem denn gewählt? Von den Leuten, die im Hinterzimmer waren? Fragezeichen. Meine Frage an dich. Und zwar, diejenigen, die die Entscheidungen treffen, sind das diejenigen, die die Rüstungsfirmen kontrollieren? Sind das, und dann die nächste Frage, sind das auch die gleichen, die den Money Printer kontrollieren? Das ist meine Frage. Das sind zwei Fragen an dich. Und du kannst mir ja mal deine Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Gehen wir mal weiter. Und zwar zum Bitcoin, weil wir wissen ja, die EZB schmeißt den Money Printer an. Und da schauen wir uns doch an, okay, wir können jetzt drunter leiden oder wir profitieren davon. Wir werden Fans von diesem Money Printer. Wir machen das nämlich genauso wie diejenigen, die die Vermögenswerte kontrollieren. Wir nehmen auch Vermögenswerte und zwar den besten Vermögenswert, nämlich den Bitcoin und profitieren davon. Ja? Und wir sehen, der Bitcoin ETF hatte gestern wieder Nettozuflüsse von 21 Millionen. Es sind jetzt zwei Tage in Folge von Nettozuflüssen, zugegebenermaßen, sie sind hier recht niedrig. Ja? Es ist nichtsdestotrotz ein positives Zeichen, weil die Abflüsse scheinen zumindest vorerst aufgehört zu haben. Fragezeichen. Das müssen wir natürlich abwarten. Außerdem, und zwar das Positivste ist aus meiner Sicht wieder hier Grayscale. Und genau hier meine Vermutung, scheint wieder zuzutreffen, sobald der Bitcoin-Preis ein bisschen nach oben geht und gestern während dem Handelstag der Amerikaner, also zu US-Zeiten, ist ja der Bitcoin nach oben gegangen und da sehen wir, dass die Grayscale-Kunden zukaufen. Wir sehen gleichzeitig, dass Daddy BlackRock immer noch nichts verkaufen will. Ist die Frage, ob die vielleicht im Hintergrund die Verluste von den Vortagen mit jetzt den Zukäufen, die es vielleicht gestern und vorgestern gegeben hat, einfach verrechnen und dann hier immer eine schwarze Null hinschreiben. Ich weiß es nicht, ja, aber könnte eine Möglichkeit sein. Weiter sehen wir Fidelity mit Zukäufen und nur ARK Invest hat verkauft. Van Eck hat auch ein bisschen zugekauft. Ja? Also von daher zumindest mal keine negative Nachricht, was den Bitcoin Spot ETF angeht. Im Gegenteil, wenn wir uns das Ganze grafisch anschauen, ja, dann scheinen hier leichte Anzeichen von einer Bodenbildung möglicherweise vorzuliegen. Das müssen wir natürlich noch abwarten. Ja. Schauen wir uns den Drawdown an. Ja. Wie weit haben wir jetzt korrigiert? Und wir sehen hier in der Korrektur, wir sind noch nicht mal bei 20% Korrektur. Diejenigen, die die Hoffnung verlieren oder die im Prinzip schon verzweifelt sind, weil ihr Portfolio nach unten geht, schön entspannt bleiben, immer schön locker durch die Hose atmen, sage ich ja, und zwar rauszoomen und dann siehst du, es ist völlig normal. Schauen wir uns den vorigen Bullrun an, da gab es Drawdowns bis, wir sehen es hier, mehr als 25% und 2017 bis 35% und mehr. Also das ist völlig normal, nichts Außergewöhnliches. When in doubt, zoom out. Gehen wir weiter und wir schauen uns jetzt mal an, wie viele Investoren sind noch im Profit, beziehungsweise wie viele sind seit der Korrektur nicht mehr im Profit. Und da sehen wir, die Anzahl der Investoren, die im Profit sind, hat um 18% abgenommen. Ja, hier in der gestrichelten Linie kann man sagen, wenn wir da runter geraten, sprechen wir von der Pessimismuszone. Ja, also alles unter der gestrichelten Linie, da werden die Marktteilnehmer dann pessimistisch. Ja, und alles oben drüber, da sind wir noch im Optimismus. Ja, und wir sehen jetzt, dass wir an dieser Schwelle stehen, kurz davor. Ja, und das könnte möglicherweise auch sein, dass wir so langsam am Boden angekommen sind. Ja, wir sehen beispielsweise, dass wir hier im Januar das letzte Mal nach dem Sell the News Event hier leicht drunter waren. Ja, aber ansonsten sind wir da drüber geblieben. Ja.
Gehen wir weiter und wir schauen uns mal die kleineren Retail-Investoren an, die zwischen 1.000 und 10.000 zugekauft haben. Und wir sehen, dass hier das Ganze entsprechend abgekühlt ist. Also Retail, vor allem die kleinen Investoren, scheinen ihre Investments getätigt zu haben, halten sich jetzt zurück und warten einfach ab. Das ist auch aus meiner Sicht die gute Strategie. Und immer wenn hier etwas Beruhigung reinkommt, dann ist das ein Zeichen, dass es möglicherweise die Ruhe vor dem Sturm ist, ja, was den Bitcoin angeht. Wir sehen es hier, das Volumen in Summe ist um 30% zurückgegangen von den kleineren Retail-Investoren. Ja. Insgesamt, wenn wir uns die Short-Term-Holder hier nochmal anschauen, und da sehen wir auch, dass diejenigen, die in den letzten Monaten gekauft haben, hier inzwischen bei einem Wert von unter 1 sind, also sie sind leicht unter Wasser, ja, mit ihren Investitionen, und das ist ein weiterer Grund, wo weniger Anreize bestehen zu verkaufen, weil sie sind ja mit einer anderen Motivation reingegangen in den Bitcoin, nämlich Profite zu machen. Und wir sehen es auch, dass wenn wir hier noch weiter runterkommen, was die Short-Term-Holder in den Profiten angeht, ja, wenn die noch weiter unter Wasser geraten, dann kommen wir in eine Stresszone. Ja. Bisher hat diese Schwelle immer gehalten, das heißt, leichtes Minus war okay, aber starkes Minus hat zumindest, seit wir im Aufwärtstrend sind, was den Bitcoin angeht, nicht stattgefunden. Einmal ganz kurz im September letzten Jahres, aber ansonsten hat diese Schwelle gehalten und wir sind jetzt auch nicht mehr weit entfernt von dieser Schwelle. Also ein weiteres Indiz, dass der Boden drin sein könnte, zumindest, dass wir nicht mehr viel weiter runtergehen. Ich hatte es ja schon gesagt, selbst wenn es noch mal kurzfristig weiter runtergeht, dann wird das aus meiner Sicht nur kurz sein. Und wir haben eine sehr starke Unterstützungszone noch bei 57.000 US-Dollar. Also nur so viel dazu, nicht die Ruhe verlieren, wenn es hier noch ein bisschen turbulent wird in den nächsten Tagen. Ja? Insgesamt, ich bin trotzdem positiv gestimmt, ja, selbst wenn es die nächsten Tage noch ein bisschen turbulent wird. Langfristig geht der Trend nach oben. Warum? Wir schauen uns die langfristigen Übersichten an und schauen uns jetzt mal an, wo stehen wir denn im Zyklus? Und da sehen wir, hier stehen wir aktuell im Zyklus im Vergleich zu anderen Zyklen. Ja? Und hier siehst du den 2010er-11er-Zyklus, den 2013er-Zyklus. Ja, du siehst den 2017er, beziehungsweise, Moment, das hier müsste der 2017er-Zyklus sein. Du siehst den 2020er-Zyklus und du siehst, wo wir jetzt stehen. Ja? Und dementsprechend völlig in der Norm, insbesondere was die letzten zwei Zyklen angeht, stehen wir heute immer noch unterm Strich besser da als in den beiden vorigen Zyklen. Ja, also von daher, es ist alles völlig in der Norm, kein Grund Panik zu schieben. Ja. Gehen wir weiter und wir schauen uns hier noch eine weitere Übersicht an, und zwar eine Trendlinie, die die letzten 9 Monate gehalten hat, und zwar seit September, Oktober letzten Jahres. Und da sehen wir, dass wir diese Trendlinie immer wieder angetestet haben, und die haben wir auch jetzt wieder angetestet, ganz kurz, ja, mit diesem Dip auf 58.500, das war ja ganz kurz am Montag, und das spricht auch dafür, dass wir tendenziell eher weiter nach oben gehen, ja. Wie gesagt, es könnte hier nochmal kurzfristig zu einer zweiten Antestung kommen, aber in den nächsten Wochen und Monaten ist der Trend aufwärts gerichtet, ja. Wir sehen es auch hier beim relative Stärke-Index, dass wir hier ausgebombt sind. Und gleichzeitig fängt ja die EZB an, die Geldmenge immer stärker auszudehnen. Und auch die US-Notenbank Fed wird das tun. Warum? Weil sie gar keine andere Wahl haben. Alte Schulden müssen durch neue abgelöst werden. Und darüber hinaus ist noch der Zins zu zahlen. Und woher kommt das Geld wohl? Aus dem Money Printer. So viel dazu. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas zurückgeben möchtest, dann kannst du das, indem du ein Like da lässt.
Wenn du mehr zurückgeben möchtest, dann kannst du in den Kommentaren eskalieren. Dann trägst du deinen Teil dazu bei, dass der YouTube-Algorithmus eskaliert und immer mehr Menschen diese Informationen erhalten. Außerdem kannst du das Video gerne teilen mit deinen Freunden und Bekannten. Wenn du es noch nicht getan hast, kannst du den Kanal gerne abonnieren. Am Ende bleibt mir nur noch eines zu sagen, und zwar folge immer dem Money Printer. Ich würde sagen, ich bin raus. Ciao, ciao.